Dann machen wir das so. Ja, das, was wir heute alles im Stream machen, steht alles im Titel drin. Kann natürlich auch jederzeit zur Änderung kommen. Ja. Wahrscheinlich sogar, ja, für später am Programm. Das könnte sich eventuell auch ändern. Weil meistens, wenn mein Mod nicht erreichbar ist, dann sieht das meistens sehr düster aus. Wir machen weiter. Wir fordern unsere Pünktchen ein. Bord fahren. So, sehr schön. Und da ist unser wunderschöner Zoo. Beziehungsweise wird er noch. Ich wollte gerade sagen. Warum seid ihr alle gestresst? Warte mal. Können wir hier nicht noch irgendein Gebüsch, irgendeine Hecke hinmachen? So. Der geht für hier. Hi Jonas, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ich weiß, was wir dann nochmal machen. Wo waren denn diese? Muss. Klingt aber nicht so gut. Ich suche hier gerade nach einem Schild. Da ist es nicht. Das ist sicherlich nicht hier mit drin, oder? Nee. Wo waren die denn? Die waren hier irgendwo. Ja. Weiß nicht, ob das was bringt, aber wir stellen sie einfach mal hier mit hin. So. Jetzt hoffe ich, dass sie weniger gestresst sind. Wie geht's den Gorillas? Ich denke ganz gut, sobald wir denen hier mal so ein bisschen das Gehege schick gemacht haben. Da werden wir uns nämlich jetzt so ein bisschen ransetzen. Muss mal irgendwie gucken, dass ich hier einen Wassergenerator hinbaue. Ich muss hier mit dem Weg hier erstmal erweitern. Dann einmal hier hin und dann sollte ich hier, glaube ich, ohne dass wir die Gäste stören, hier einmal ein Generator hinkommen. Gucken wir einmal. Na? Ah, Strom. Jetzt. Ja, sieht doch schon. Jetzt sieht's gut aus. Sonst wird das Wasser hier ja schlecht. So, Gorillas. Was braucht ihr? Was wollt ihr? Ich weiß es nicht. Mehr Erde auf jeden Fall. Das lässt sich auf jeden Fall einrichten. Mehr Erde könnten wir hinten auf jeden Fall hinmachen.
ihr immer noch ein... Ja, ein bisschen rum. Ja, ein bisschen rum. Und das ganze hohe Gras jetzt auch einmal weg. Das scheinen sie nicht zu mögen. Wobei ich mag es auch nicht, ehrlich gesagt. Sieht nicht schön aus. So. Dann haben wir hier Filter. Die Gorillas waren, glaube ich, ganz unten, ne? Ja. Ui. Ja gut, das ist etwas sehr groß. Das ist, glaube ich, eher was für Raubkätzchen. Stabiler Untergrund haben sie auf jeden Fall. Das ist ja schon mal... Dann aber auf jeden Fall hier einmal den einen pack ich einmal weg. Ich glaube, das wird Probleme geben später. Klettermöglichkeiten. Ich glaube, da passen die Gorillas nicht rein, oder? Wir können zumindest erstmal hier mit hinbauen. So, das hier. Hier mit hin. Da mit hin. Ich glaube eher, dass das für kleine Gruppen. Also für keine Affen ist, aber... Nein, nein, das wollte ich nicht. Warum? Egal. So. Ich muss auf jeden Fall einmal... Ah nee, warte. Das hier. Die werden jetzt 30.000 mal hingeportet. Ich will ja hier eh ein paar Hügelchen reinbauen. Das ist eigentlich perfekt dafür. Kommen da auf jeden Fall nicht raus. Nee. Das ist sehr gut. Jetzt überall, wo es hier so ein bisschen hoch steht, arbeiten wir ein bisschen mit Felsen. Nein, Felsen. Nein, nein, nein. Mal. Hier kann ich wieder dem Tool arbeiten. Und da kommen dann noch Felsen mit dran. Und wahrscheinlich sieht es gleich nicht mehr. Halb so schön aus. Und dann können wir hier wieder
mit Erde arbeiten. Bauen sie nur noch Gebüsch und Bäumchen. So, reicht euch das an hier an Klettermöglichkeiten? Ja, mehr als genug. Mehr als genug. Hier da hinten geht das. Sehr schön. Was braucht ihr denn für... Sachen. Einmal Afrika und Ruhr. Auf Neuschen. Echt? Ja, ich weiß halt nur nicht, ob sie da oben reinkommen, aber zur Not kann man da ja noch ein bisschen dran arbeiten. Aber sie haben wenigstens was zum Klettern. Das ist die Hauptsache. Ah, gut, diese Bäumchen haben sie relativ viel. Weil ich natürlich auch nicht alles zustellen will. So, das Bäumchen müssen wir noch einmal drehen. Dreh das, dreh. Dreh das Bäumchen! Verschiebt das Bäumchen. Das macht's immer schlimmer, ne? Hm? So. Ein bisschen kannst du ja durchgucken. Das soll ja immer noch so ein bisschen Grund mit zwischen sein. Und die Flamingos sind auch einmal weiter erforscht. Wir hinken so ein bisschen hinterher mit unseren Tierchen. Technik haben wir alles, oder? Ja. Technik haben wir alles. Geld passt auch, hoffe ich. Ja. Na gut. Ja, ach stimmt, ja, für das Gehege haben wir ein bisschen was ausgegeben gehabt. Nur hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr dann wieder schön plus machen. Im Dschungel ist es ja eigentlich immer relativ dicht bewaldet. Ich möchte hier eigentlich auch relativ viel drin haben. Wenn sie das überhaupt wollen. Doch, die wollen ganz viel. Oh Gott. Ja, dann muss ich gucken, dass ich den Leutchen hier aber auch nicht die Sicht versperre. Das kann hier auf jeden Fall mit ran. Sie haben auf jeden Fall sehr viele große Bäume dann hier drin. Jetzt eine Mohn. So, meine Leute. Das sind aber große Mammutblätter. Okay. So, hier vorne mache ich dann auf jeden Fall noch
deine hin. Dass das dann auch relativ dicht bewaldet ist. Ja, ja, ist doch gut. Portet euch doch nicht immer weg hier. Und dafür müsste ich jetzt einmal eine ausrichten. Jemand hier den Gefäß holen. Bist du? Ach, du kannst auch auf dem Land, aber du kannst auch. Okay. Zu wissen. Mammutblätter sind einfach zu wichtig. Ich weiß, deswegen heißen sie Mammutblätter, aber. Ja. Ja, sieht doch eigentlich ganz nett aus. Oder? So, jetzt nur noch da so ein bisschen Steine hin. Und dann haben wir's. Runde Sache. Ah, nicht ganz rund. Nicht ganz. So. Hier ist einer in unserem Zoo. Kommen. Also, eigentlich sieht der Zoo doch echt schon echt gut aus. Wir müssten auch echt mal in diese Richtung bauen. So ein bisschen zumindest. Und hier kann ich dann halt das nächste Mitarbeitergebiet machen. Apropos Mitarbeiter. Ich glaube, wir stellen einfach nochmal einen Tierpfleger mit ein. Flamingo und Kroko. Das waren einmal Gorillas und das andere komische asiatische Viech, das füge ich dann einfach später hinzu. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Bomb-Turong oder Bomb-Turong oder sowas. Dann, Gott, wieder Felsbearbeitung. Aber hier können wir jetzt mit Tropenfelsen arbeiten. Was auch nett ist. Habe ich bisher noch nicht. Tropenfelsen und dynamische Moosfelsen. Allein hier für dieses Gebiet kann ich das einmal machen. Ich mach das nicht überall, nur da, wo es halt ein bisschen wie hier. Das ist halt wirklich nötig. Machen wir auch einmal Felsen hin.
Sehr schön. Wie gesagt, noch nicht perfekt, aber... Huch, das ging ja schon irgendwo hin. Dann kann ich dann auch noch mal ein bisschen... Hier hinten könnte ich noch Felsen hinmachen. Ein schönes, gemütliches Affengehege. Gorilla-Gehege. Ja, wie gesagt, hier noch. Vor allem hier. Können wir so ein Oberfeld reinhauen? Oh, können wir nicht. So, jetzt können wir. Ja, das geht schon eher. Und hier vorne auch nochmal. Nehmen wir einfach das Ding hier rein. Kann man da allgemein nicht mehr so hingucken. Und warum muss es jetzt eigentlich schon wieder regnen? Speichern. Und jetzt wird es auch wieder Zeit ein bisschen für die Weggestaltung. Als nächstes ist dann also diese Ecke hier dran. Weil wir hinken auch da wieder viel zu viel hinterher. Ohne dass es schön aussieht. Gut, und mehr von diesen Info-Boxen brauchen wir. Hier hinten nehmen wir einfach komplett. Wie hier. Und an die Spitze machen wir sowas. Bisschen davon. Das ist ein bisschen viel vom Adlerfahren. Dann, was haben wir denn noch? Wo sind die gelben Pflänzchen? Da! Da sind die gelben. Auch so länglicher. Dann setzen wir doch die hier mit rein. Na? Und die setzen wir mit rein. Oh Gottchen, und was machen wir dahin? Nee, die passen nicht so ganz. Die Preiselbeeren, die passen.
Hier wird gerade wieder eine kleine Vorstellung gehalten. Eine echt gute Änderung. Oder Neuerung ist es ja. So. Die reden in meiner Sprache. Echt? Tun sie das? So, und wie sieht das Geld aus? Ja gut, in dem Vorjahr waren die Käufe nicht ganz so hoch. Habe ich eigentlich bei den Gorillas schon... Nein, habe ich nicht. Natürlich nicht. Warum sagt mir keiner, dass wir da vergessen haben, die Spendenboxen herzustellen? Da ist einer. Ja klar. Ja, ich wundere mich so. Hä? Warum gibt's denn. Also warum machen wir denn nicht so viel Geld? Mit den Viechern. Ja, jetzt weiß ich es, ne? Jetzt wissen wir es. Was machen denn unsere Gorillas? Hallo. Oh, du kackst. Oh, hat da einer Kiki-Kacki gemacht? Ja, fein. Genau, setz dich in deine eigene Scheiße. Genau. Ich sage, ich hasse Affen. Affen sind so widerlich. Ekelig. Noch. Auch noch so ein spielerischer Futterspender. Aber nee, da kommen die Mitarbeiter ja nicht drauf. Reifen. So, wie sieht es jetzt mit ihrem... Sind sie? Da! Oder Beschäftigung, fehlt dir noch was? Okay. Ah, Drehfutterspender. So was wohl. Da kriegen wir ganz gut Geld. Da kriegen wir auch. Die auch. Und da bist du ja nicht. Da bist du ja auch nicht. Ich glaube, den hier machen wir auch einfach weg. Das wird ein bisschen, wirkt ein bisschen protzig. Hätten wir da auch noch. Also, ne? Geld geil. So. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. So, ja gut, dann können wir hier wirklich so ein paar Dschungeltiere mit reinpacken. Hier vielleicht noch ein bisschen asiatisch, hier dann zum Dschungel. Wäre es natürlich schön, wenn der Regen mal aufhören würde. So, bis dahin habe ich. Hier brauchen wir noch ein bisschen Grünzeug. Können wir noch ein bisschen Grünzeug mit reinpacken.
Super. Ich bin eine Lusche. Wobei, warte mal, haben wir hier nicht irgendwo noch... Einfach mal random mit einem Baum. So, nicht verkehrt. Glaube wie. Echt mal. Zwei Bäumchen. Dann haben wir relativ wenig. Von Bäumen. Können wir noch nicht weitermachen? Und dann weiter mit den Steinen. Oder machen wir erstmal hier hinten die Ecke? Ich finde, die sollten wir jetzt eigentlich auch mal machen. Warte, kann man von hier. Ah, doch, zumindest den Eingangsplatz. Ja. Jetzt ist nur die Frage. Welcher Baum kommt in die Mitte? Eigentlich wäre doch der hier ganz gut. Der Baum. Wird jetzt hier so eine einzige Blumenwiese werden. Oh, warte mal. Und wir haben jetzt hier gerade... Okay, passt nicht ganz. Ja, stimmt, warte mal. Wir können hier einmal in die Mitte so ein Schema hinmachen. Sehe ja so schon mal nicht schlecht aus. Und hier an der Seite. An der Seite die Bäumchen hin. Wo war jetzt der? Da. An diese Seite. Und diese Seite. Kirschblüten. Darum machen wir jetzt Blümchen. Blümchen, Steinchen, Felsen. Alles, was so dazu gehört. Jedes Mal wieder. Warte, wo waren denn nochmal die Hortensien? So, der wilde Wein passt eher in den Herbst. Oh, was ich suche, sind immer noch die Hortensien. Die hier halt auch wunderbar hinpassen würden. Und einmal alles.